Ich bin Markus und stelle euch heute das Powder-BT von Pieps vor. Das Powder-BT von Pieps ist diesen Winter neu rausgekommen und es ist ein 3-Antennen-Gerät, was sich jedem Tourenanfänger und auch routinierten Tourengänger empfehlen würde. Es hat genau 3 Funktionen. Es ist ausgeschalten, es kann senden und es kann empfangen. Und diese 3 Funktionen kann ich mit Handschuh betätigen. Und es hat eine Markierfunktion, wenn ich einen Verunfallten gefunden habe und den nicht ausgraben möchte, sondern zum nächsten gehe. Mehr Funktionen hat das Gerät nicht. Und das ist alles, was man im Ernstfall braucht. Zusätzlich kann das Gerät über Bluetooth angesteuert werden. Das ist die Neuerung zu diesem Jahr von den letzten Saisonen. Und ich kann mein Gerät von zu Hause selbst über die Pieps-App konfigurieren und kann selbst Einstellungen vornehmen und auch einen Funktionstest durchführen. Das ist das erste Mal, dass ich mit meinem VS-Gerät nicht mehr in ein Service Center oder in eine Filiale muss, sondern ich kann das alles selbst bewerkstelligen. Ein weiteres sehr geiles Feature für Profis ist, dass ich über diese App aus meinem Gerät oder aus 2, 3 Powder-BT, Pro-BT oder Mikrogeräten, die mit einem Bluetooth-Empfänger ausgestattet sind, mir selbst ein Suchfeld erstellen kann und diverse Szenarien über die App machen kann. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber ein Wahnsinnsfortschritt gegenüber der Konkurrenz. Das Gerät ist aus. Jetzt sendet das Gerät. Taste rastet ein. Dann suchen wir, sind auf Search. Jetzt hat er den Sender empfangen. Man hört es am Pfeifen. Man kann den Sender markieren. Jetzt ist der Sender ausgeblendet. Er würde jetzt das nächste Gerät suchen. Oder ich kann wieder zurückschalten auf Senden. Dieses Gerät ist für jeden ideal, egal ob Anfänger oder routinierter Tourengeher, da sein Funktionsumfang im Ernstfall praktisch keine Fehler zulässt.